Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. So, weiter geht's. Wir wollten ja in das Datten ein bisschen gucken und vielleicht dann noch irgendwas finden. Ich habe mal so geguckt, was wir überhaupt so bauen können, ne? Deswegen habe ich die Pläne so drin, ne? Aber wir können nur so einen MG-Turm bauen, was jetzt so, ja, sehr semi-spannend ist. Aber naja, so, was haben wir hier für eine Quest? Du findest ein Memo in den Papieren. Hey Leute, ich habe den Schlüssel wohl in meiner Hosentasche vergessen. Meine Frau hat sie in der Waschmaschine gesteckt. Daher wird sich die Lieferung wohl etwas verspäten. Tut mir leid. Finde den Lagerschlüssel in Wegstadt. Okay. Also irgendeine Waschmaschine. Die Frage ist natürlich, ob ich hier irgendwie, ne, jetzt jede Waschmaschine stoppen muss oder einfach nur durchsuchen muss. Weiß nicht, ob wir das so wegfinden, aber naja, gut. Andererseits hier wegen, hier ist der Lagerschlüssel. Das ist natürlich ein bisschen sehr semi-geil. Und andererseits, können wir eigentlich Laternen kloppen? Ne, auf 75, ja. Leck mir. Und die, die können wir mitnehmen. Das ist geil. So. Okay, soweit haben wir ja denn. Weil Stahl fehlt ja immer noch. Ne? Also wie wir jetzt das Stahl klopfen, das weiß ich jetzt ja auch noch nicht so richtig. Leider muss man sagen dazu. Leider. Ich habe schon alles probiert. Ich weiß, wir haben einmal Stahl gefunden. Aber wie jetzt, inwiefern wir irgendwas anderes finden. Ich war der Meinung, wir haben irgendwie einen Durchgang von der Tür irgendwas gehauen. Aber wo es jetzt noch weiterhin geben könnte. Weiß ich nicht. Aber wir machen weiterhin alles kaputt, sofern unser Richard hier näher auf den Sack geht. Eine Superkelle bringt schon Richard um. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Machen wir den Schrank hier noch auseinander, dann ist das noch besser. Einfach mal die Mehrform. Achso, ja, noch so ein Thema, was ich ansprechen wollte. Wenn die Videos frei werden, ne, und ihr seht die in einer bescheidenen Qualität, ne, das liegt nicht an mir, muss ich mal dazu sagen, aber YouTube ist manchmal der Meinung, auch normal, sage ich mal, 4 bis 8 Stunden zu brauchen, um meine HD-Version oder die 2K, 4K freizusetzen, macht YouTube Folgendes, ne, die sagen auch mal gerne, whoops, ne, bei dir unbedeutenden kleinen Idioten, ne, da braucht man mal 12 Stunden. Deswegen nicht wundern, das kann einfach mal so sein, dass das dann eben 12 oder 24 Stunden dauert, bis ihr das in guter Qualität seht. Ne? Das liegt leider nicht an mir. Ne? Ich müsste teilweise den einen Tag vorher produzieren, was eigentlich auch so möglich wäre. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber zeitlich fehlt manchmal ein bisschen und bei manchen Spielen will ich auch ein bisschen aktuell sein, ne? Damit ich, oh, A, nicht sterbe und zweitens darauf reagieren kann. Warum bin ich jetzt gestorben? Weil ich gar keine Energie hatte, oder was? Das ist aber mies. Also klar, die meisten Idioten bleiben ja jetzt liegen hier. Da war aber ein Powerhieb, ne? Das ist gut. Das macht Spaß. So, Müllton. So, guck mal hier. Da sind Kühlschränke, überall Kühlschränke. Ja, tut mir leid. Oh, jetzt bin ich ja schon wieder fast tot. Aber wir haben ja zum Glück ein bisschen hier was zum Rapper und Rieren. Na, zum Thema Abschluss, ne? Beziehungsweise warum das vielleicht erst nach 7, 8 Stunden oder so was hübscher anzusehen ist. Ich gehe mal von aus, von der jüngsten Vergangenheit werden eh die meisten Leute mich über Handy gucken, denke ich mal, oder Kleingeräte zumindest. Da, wo es noch nicht so auffällt. Aber ich bin ja jetzt seit, boah, glaub, kurz vor Weihnachten damit angefangen, das mal ein bisschen schöner, weil dann eben halt so ein Teil dahinter mir steht, andererseits, weil ich ja neues Internet habe, das in besser zu machen. Ne? Zumindest hoffe ich. Dass es angenehm anschaubar ist, das Ganze, ne? Und ihr meine Fratze und meine ganzen, was auch immer, Grimassen, jetzt so voll, ja, erleben könnten, ne?
So, wir lagern hier ein. So, Kühlschrank finden. Das ist ja eigentlich eine ganz einfache Angelegenheit, wenn wir alles finden. Ja, das ist ein Kühlschrank. Vielleicht ploppt da ja mal einer raus. Andererseits weiß ich auch nicht, ob wir hier irgendwann noch ein bisschen was herstellen können. Von irgendwelchen Geräten, ob wir nicht irgendwann, weil mir ist auch aufgefallen hier auf der Karte, wir sind ja eigentlich, wir haben noch gar nichts gesehen und noch nicht entdeckt, aber wir gucken, hören erstmal hier so rein. There have been reports of hostile attacks in multiple areas of the island. These are falsehoods perpetrated by antagonistic forces in our midst. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Ja klar. Immer die Bevölkerung darf sich keine Sorgen machen, ne? Deswegen wird immer ein wenig anders behandelt. Viele Themen. Kommen mir irgendwie bekannt vor, aber ich sag dazu nichts. Freier Wille für die Wähler. So, und wir sind schon wieder voll. Was ja gar nicht so schlimm ist, weil wir können ja hier ewig rein und raus. Ja, den könnten wir eigentlich auch noch mitnehmen. Mal, wie viel Scheiße wir hier aufnehmen können, ne? Einfach alt kaputt machen. Was nicht daran liegt, da ich gerne Sachen, doch, ich mache schon gerne Sachen kaputt, ne? Aber ich besonders sammle auch extrem viel gerne Sachen. So, wir hören das noch. Remain indoors and refer to your Cobalt manual, page 27, for instructions. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Okay. Hier ist nur ein kleines Haus. Ich weiß nicht, ne? Ich mag kleine Häuser. Mich fast neu gekriegt war die blöde Kuh. Kartoffel. Kartoffellos. Octolus. Haberus. So. Guck mal, hier ist noch so eine Kiste draußen. Immer geile Sachen. So. Ja, also in so einer Stadt hat man natürlich immer richtig viel zu tun, ne? Ich glaube, bis wir richtig geile neue Sachen können oder haben, soll noch ein Weilchen dauern. Hier gab es noch... Oh, no. Den wollte ich eigentlich haben. Eigentlich nur die Keramik interessiert mich richtig doll. Aber man hebt ja immer eigentlich so alle drauf. Und Stoff. Keramik. Müsste auch mal angeln, eigentlich mal so ein bisschen offscreen, damit wir hier die ganzen anderen Teile noch kriegen. Wo ich mal denke, dass es wichtig wäre. So, wenn jetzt hier nicht. Nee. Ach man. Du visierst immer das an, was man nicht braucht. Jetzt sind Schlüssel. Immer noch nicht. Also ich dachte jetzt eigentlich, wir finden jetzt doch einen Schlüssel. Aber mir ist kein Schlüssel vergönnt, ne? Ich weiß natürlich auch jetzt nicht, in welchem Haus, ne? Hier ein Schlüssel sein sollte. Oh, Zwiebeln. Eier mit Speck. Wenn du zu deinen Eiern in einer Bratpfanne ein paar Scheiben Speck hinzufügst, bekommst du was ganz Besonderes dabei heraus. Bekommst du, Mann, was du bekommst. Ich bekomme. Ist egal, was da stand, irgendwas bekomme ich. So. Hier ist jetzt nicht so interessant. Natürlich die Zwiebeln, die wollen wir uns noch gönnen. Ist das noch eine Waschmaschine oder ist das jetzt keine Waschmaschine? Ich glaube nämlich, das ist eine Waschmaschine. Nee, das ist keine Waschmaschine.
Ja. Ich glaube, auch so eine Fenster würden auch richtig doll irgendwie was hergeben. So. Schon wieder halt voll. Meine Fresse, was hier alles immer voll. Auch ganz geil, wenn wir einfach die Metal Scraps irgendwie einschmelzen könnten, so am Lagerfeuer oder keine Ahnung. Das wäre auch so eine richtig coole Sache, aber ich glaube, so geht ja gar nicht. Wie dass man hier so, klar, man hat eine Werkbank, ne? Aber sonst so den anderen Scheiß, glaube ich, den kann man nicht irgendwie anders noch machen. Ich würde Blatt noch haben, das ist, weil ich es einfach rumliegen sehe, ne? Das ist so, keine Ahnung, das ist einfach so. So, die Zwiebeln wollten wir noch mitnehmen. Und natürlich den schönen Kühlschrank, den Schuhschrank. Ja, natürlich unglaubliche Schätze. Ja, schöne Sachen, ne? So, haben wir die Häuser eigentlich durch. Also hier ist noch ein bisschen Crap. Mir ein dein Plastikmüll. So, da können wir gleich da unten noch mal gucken. Und dann ist es ziemlich gut. Den habe ich doch schon mal abgehört, Please remain indoors and refer to the Cobalt Manual, page 27, for instructions. Kennen wir schon, kennen wir schon. Danke. Aber danke, dass du nochmal alles gesagt hast. So. Welches verdammte Haus haben wir denn noch nicht? Hier unten müssen wir nochmal ein bisschen reingucken. Ja, das machen wir gleich. Dieser Rabe geht mir aber auch so leicht auf den Keks, ey. Gucken wir mal nochmal. Gucken wir mal nochmal. Und gucken wir mal nochmal. Hier, Kühlschrank. Okay. Nein. Untersuchen. Ja, wenn die da nichts macht, ey, dafür kann ich ja jetzt nicht. So ein Stoppolus. Einmal frei. Ja, blockieren stört uns gar nicht mehr. Oh, schön. Wie gesagt, das stört mir alles nicht. Du kannst hier richtig noch ein Fass aufmachen oder keine Ahnung, was hier. Jemand noch schreiben, dass der das total gemein finde. Meinetwegen auch eine Mail an Mehlhausen oder keine Ahnung. Scheißegal. Ich mach das einfach, weil mein Beruf ist. Ich bin offizieller Zerstörer der Einrichtung. Eigentlich auch so Abrissmanagement. Könnte man ja eigentlich nicht fassen, oder? Tür ist deutlich im Blick. So, gut. Und Taschen wieder voll. Halligalli, ey. Würde ich für volle Taschen noch richtig Geld kassieren, dann wäre das auch eine geile Sache. Das ist ja eigentlich für einen Ölturm. Auf 75 könnte ich das kaputt machen. Heftig, ey. Was wir alles nicht könnten, wenn wir mehr Schaden machen würden. Schlimmsten finde ich, dass das ein Steinhaus ist und ich da keine Möglichkeit habe, da irgendwie reinzukommen. Ich sag mal, das hier geht ja alles noch, ne? So. Können wir den hier draußen noch nehmen?
Ja, offiziell waren wir jetzt überall drinnen gewesen. Ich weiß nicht, welche Waschmaschine die meinen wollten. Oder so. Also der Bewahrer war. Ja, den Stoff können wir eh nicht mitnehmen, deswegen lasse ich es jetzt mal. Hier ist noch eine Waschmaschine und so. Okay. Das ging ja ziemlich schnell. Also wenn, dann muss doch hier irgendwie was sein, ne? Mit Waschmaschine. Echt nicht gesehen, ne? Vorhin hat die eine mich nicht gesehen, jetzt habe ich dich nicht gesehen. Verrückt. Schade, ist eine Steinwand. Aber jetzt wirklich ein bisschen hier auf das hier. Okay. Vielleicht ein bisschen Smöfter abgeht. Wo ist denn da der Eingang? Ah, hier. Wie blockiert. Aber das ist ja, das sollte ja für uns kein I-Schaden auf 60. Ja, können wir doch von hier noch rein. Hallöchen. Ich mal her, ne? Erstmal die Eingänge frei. Ist aber auch keine Waschmaschine, ne? Einfach auch an den Stoff ranzukommen. Hier ist eine Waschmaschine. Ey, ist hier jetzt der Schlüssel drin? Da ist der Schlüssel drin. Echt jetzt. Aber er war ja fast schon klar, ne? Schon ein weiter Weg dazu. So. Ich werde dann mal gucken, dass ich den Schlüssel kriege. Dann können wir gerne den annehmen. Ach, den hätte ich ja gleich mitnehmen können. Gut, dann lassen wir da in dieses Lagerhaus dann noch hin. Und dann haben wir das Gebiet ja eigentlich ja schon fertig. Ne? Für hier nur vielleicht. Ach, das kann ich nicht. Warum? Weil ich jeden sämtlichen anderen Scheiß in der Tasche habe. Auf, Lagerhaus. Und wenn es da nichts Schönes gibt, ne, dann weiß ich ja auch nicht, Stahl wäre zum Beispiel richtig. So, ja, einlagern. Okay, lesen. Die große Handylieferung soll am Dienstag, bla bla bla, öffne Tour, ja, soll am Dienstag verladen und nach Fort Dachauch geliefert werden. Handyland. Also, ich will kein Handy, aber also. Hier ein bisschen Yumi, ne? Einfach halt kaputt machen. Gib dir Mühe, mach's kaputt. Haben wir jetzt ja mal ein paar Telefone, ne? Oder ein paar Elektro-Scheiß-Dinger. So, gut. Dann gucken wir wirklich mal auf die Karte, ne? Wir wollten ja mal ein bisschen, hier wird es ja irgendwie einen Grenzposten geben, ne? Wir gehen jetzt hier ganz frech einfach mal nach da und
gucken wir mal, was da so los ist. Ist er hier unten irgendwo, geht's ja durch? Ja. Hier war auch mal durchs Haus, ne? Und dann wird's ja hier einen Ausgang geben, oder was? Okay. Solange Richard da so ein bisschen noch Kontenance irgendwie macht, ne, ist das völlig okay. Aber jetzt will ich ja schon ein bisschen den Kohl haben, ne? Schon mal hier bin jetzt. So, was haben sie noch hier oben? Okay. Yummy is gut. Oh, schön, schön. Ey, wollte ich echt beachten, aber ich bin einfach mal ein bisschen über mein Ziel hinausgeschossen. Okay, jetzt komm, wir wollen es jetzt nicht so vertiefen. Regnet das da oder? So, können wir das auch machen? Reparieren. Ah, okay. Bringe das nötige Material, repariere das Terminal am Mauer. Jo. Ja, wenn wir dafür so viele Punkte kriegen. Geil. Also das sollte jetzt ja nicht das Problem sein, weil wir ja natürlich hier, ich weiß nicht, können wir hier noch was reinmachen? Ja, da. Gut. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier in ein Haus zusammenklamüsern können. Weil wir haben ja ein bisschen Kühlschrank. Aber die Jungs wird schwierig, ne? Aber das kriegen wir natürlich, wird das mal öffnen da, ne? Gleich mal reingucken, gleich mal, weißt du, den Boss markieren oder sowas. Haben wir auch noch einen Kühlschrank übersehen. Natürlich ein bisschen mehr Gummi drin wäre natürlich auch geil. Danke. Danke, dass du irgendwann dich entschieden hast, doch denn da noch hinzukloppen. Ey, gib mir echt Mühe, ne? Aber manchmal, weiß ich nicht, ne? Ist ja so halb so eine Sache wie. So, ich weiß nicht. 1, 2, 3 und Yumi. 8 Stück. Ja, danke. So, dann gehen wir da mal wieder hin. Die paar Erfahrungspunkte ist ja eigentlich auch werde kostenlos, ne? Und dafür kriegen wir 8.500, ne? Dann sind wir fast Stufe 20. Was mega nice ist, ne? Klingt zumindest so. Ach so. Gut, den habe ich falsch gelesen. Genau anders. Ja, der ist nicht so nice. Aber ich habe da hier wirklich noch ein bisschen was übersehen, oder? Nee, hier in den Raum auf jeden Fall nicht. Oh. Ah, scheiße, ne? Oh, Plastikstühle. Nö, dann will ich den nicht so haben, ne? Plastikstühle sind ja mal eine gute Sache. So, jetzt machen wir es richtig. Jetzt brauchen wir noch 4 so eine Dinger. So, auf geht's. Dann können wir uns schon mal richtig getrost auf so ein neues Gebiet fokussieren. Und haben da natürlich auch eine Menge Spaß. Aber wir schnuppern hier noch auf jeden Fall rein, weil ich das so Bock habe.
geil. Tor öffnen, natürlich Tor öffnen. Ich hab eine Quest fertig. Ah, fast. Ey, jetzt kloppen wir aber nur so lange, bis wir Level 20 sind. Okay, die Grenzidioten, die kriegen wir so gleich weg. Ja, jedes Mal falle ich auf so eine Tonne rein. So, was ist mit dir? Jo. Ja, da kann man ein bisschen was sammeln. Dauert zwar, aber ich nehme das mit. Weil den habe ich meine Ressourcen eigentlich schon wieder drin. Oh. Die können wir auf jeden Fall. Das ist auch immer gut, ey. Oh! Ey, wir haben Stahl gefunden. Ich brauche Bushaltestellen. Und irgendein Endgegner soll hier sein. Ich geh erstmal hier zum Feuer. Boah, da ist noch eine Busseite. Alter, später. Echt jetzt? Okay, wir haben Stahl gefunden. Geil. Gut, dann wissen wir schon mal. Wir müssen die Busseiten-Dingsen. Ich will erstmal ein Yumi machen. Ich will nur mal gucken, warum hier jetzt mir angezeigt wird. Jo, erstmal so viel Yumi. Halligalli. Warum hier Bösewicht sein soll. Jetzt haben wir einen Stufenaufstieg. Jetzt könnten wir auch Feierabend machen, aber hier ist so eine Todesflagge. Und die will ich erstmal gucken. Du bist es nicht. Fangzangengebiss. Und irgend so ein Anzug. Mehr habe ich jetzt nicht gesehen. Mal gucken. Hier ist nichts Böses. Hier. Nee, nicht abgeschlossen, aber. Mann, hau doch mal ab. Okay. Soll denn hier böse sein? Ich mach mal hier auf Granate. Nur falls jetzt hier so ein Voll kommt. Ne? Naja, du hast da drin auch ein bisschen. Ja, komm da her. Voll wieder. Boah, für dich brauche ich ja nicht Ditte. Ich mach ja auch noch so platt. Ah! Ich gerade gesagt, ich mach den auch so platt. Ich nehme alle zurück. Ich nehme alle zurück. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe gar nichts, auch gar nichts gemacht. So, das kommt. Ah, siehst du? So schnell geht das da. Oh. War mal kurz. Den Sound gehört? Nee, wa? War ja mal kurz im Desktop-Bereich. Warum auch immer. So. Also, wir brauchen die große Telefonzelle. Das können wir noch nicht. Ah, hier hört sich das so windig an. Ich dachte draußen, was ist denn hier gerade los? Aber. Das ist nur Straußen. Das ist hier. Das ist gerade unheimlich, oder? Da ist schon wieder das Geräusch. Oder ich knall. Das ist doch hier. Heich. Wollen Sie schon duschen? Was? Nein? Immer noch nicht, okay. Alles klar. Muss ja mal fragen. Gehen Sie heute noch duschen? Ja. Okay. Ich würde mal fragen dürfen. Ne? Muss er hier, weiß er das alles so eintragen, ne? Wie der Pipi war. Oder das Pipi. Duschzeiten, ne? Wie doll man sich. Die Longquart hört sich hier unheimlich an. Frage ist nur wo? Hier hinten doch nicht, oder? Achso. Ja, ich hab den nie gesehen, Entschuldigung. Was machst du hier? Ja, ich hab den auch nie gesehen.
Wo verstecken die sich denn so? Okay. Boah, was ist denn das hier? Bist du ein Gegner? Bist du ein Boss oder was? Das für ein Tunnel. Ich dachte, wäre jetzt im Boss. Ich dachte, ich schmeiß mal hier was rein. Ah, hier kann ich gar nicht rein. Das ist aber traurig. Das ist echt, echt traurig. Ich dachte, ich kann hier. Kann ich mal hier rein? Kann ich von hier irgendwas machen? Hätte sein können, ne? Komme ich ja auch nicht lang, weil ich müsste hier durchs Haus. Komische Sachen, wa? Ich würde wissen. So, gehen wir erstmal hier rein. Oh, doppelter Richard, ey. So, jetzt haben wir den platt. Ja, und dann gucken wir uns das Lokal mal an, aber das beim nächsten Mal. Ciao.